Arbeitsbach war ja ein bisschen sozusagen der Ort, wo das alles angefangen hat. Im Bärenwald. Und da gab es ja da auch so die Diskussion am Anfang, im Bärenwald kommen viele Leute, aber halt die bleiben da nicht im Arbeitsbach und die bleiben nicht da. Und der Bärenwald hat ja ein bisschen das Ziel gehabt, so insgesamt den Tourismus in der Gegend zu beleben. Ja, ist das eingetreten? Das ist auf jeden Fall eingetreten. Also die Verweildauer des Besuchers, des Touristen, hat sich durch den Bärenwald erheblich verlängert. Wir haben selber Fremdenzimmer, also Gästezimmer. Da kann man das am besten feststellen. Von den Einnächtigungen hat sich das auch durch das Anbieten von Packages sehr gut entwickelt, dass die Gäste länger verweilen und auch die herumliegenden Naturschönheiten besuchen und nicht nur das Bärenzentrum. Du sagst Packages. Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist so ein Package? Na, Packages zum Beispiel, dass der Kunde, der Tourist, der Bärentrailer One-Stop-Shop macht, wenn man so schön will, hat ein Quartier, kann da 2, 3, 4 Nächte verweilen. Er spart sich das schwere Mittragen vom Rucksack, wird von uns, von seinem Zielort am Abend abgeholt und wieder in sein Quartier gebracht, am nächsten Tag mit dem Auto wieder hingeschattelt, kann seine zweite Tagesetappe absolvieren und so kann er 3, 4, 5 Tage wandern, solange er will, mit einem Quartier, sorgenfrei, rückenfrei, kreuzschmerzenfrei. Naja, Bärentrailer sind eigentlich recht durchgemischte Leute, sage ich mal, von jung bis alt. Sehr naturverbundene Leute, die was gerne in der Natur sich bewegen, die was Ruhe suchen, was da am Bärentrail hundertprozentig richtig sind, weil wir haben wirklich Plätze, wo man einen ganzen Tag allein eigentlich unterwegs ist. Die was eben gern wandern und die was Naturerlebnis haben wollen und die Ruhe genießen wollen. Sind es eher junge Leute oder sind es eher Freundinnengruppen? Es sind junge Leute, es sind alte Leute, es sind Männergruppen, es sind Frauengruppen, es sind Yogagruppen, es sind junge Pärchen, gerade erst kennengelernt, es sind reife Paare, es sind Zweit- und Drittehen, also das ganze Spektrum findet man an deren Teil. Aber nachdem sich der Bärentrail ja sehr gut etabliert hat, die Idee aufgetan, dass wir da mit Groß-Gerungs uns einbinden können, dürfen. Und aufgrund dessen haben wir eben da ein Interesse gehabt, weil es ein sehr erfolgreiches Projekt ist. Und es freut uns natürlich jetzt da sehr, dass wir jetzt da 2 Tagesetappen haben dazu. Es rundet natürlich den Bärentrail ab, also es sind erstens einmal 6 Tage, die man wandern kann. Das heißt, es ist ein ganzes Wochenende möglich, dass man gehen kann. Es bringt natürlich auch für Groß-Gerungs große Vorteile. Erstens ist es so, dass unsere Betriebe da natürlich involviert sind. Also wir hoffen auf Gäste, sowohl in der Gastronomie als auch bei den Zimmervermietern. Und wir sind natürlich da eingebunden jetzt in der Bärentrail-Familie und das gefällt uns natürlich sehr gut. Ich denke, das Waldviertel kann sehr mit Natur punkten und man sieht es auch, das Interesse der Gäste ist sehr groß. Also was Natur betrifft, das ist, ob das jetzt Wandern ist oder Mountainbiken oder andere Dinge, die man in der Natur machen kann. Also ich denke, das ist jetzt gerade für einen städtischen Bereich ganz was Wesentliches, da mal die Natur kennenzulernen. Und da kann sicher im Waldviertel noch mehr geboten werden. Wir sind da jetzt mit dem Bärentrail natürlich auf einem sehr guten Weg. Also das ist ein sehr gutes Angebot für jeden Gast, egal ob aus der Stadt oder auch von sonst woher. Es ist so, dass man dann einfach runterkommt einmal aus dem Stress vom Alltag und das wird etwas, also es ist etwas, was sehr gesucht wird. Ja, der Bärentrail hat sich eigentlich auf Altmühlen eigentlich nur positiv ausgewirkt. Also wir haben sicher, die Nächtigungen sind gestiegen, die Wirte sind gut besucht. Und wir sind sehr froh, dass wir eigentlich da mitgemacht haben.
Die Tagesausflüge sind sicher gestiegen, also das sieht man wirklich, das sagen auch die Wirte bei uns. Punkto Einheimischen ist sicher so, dass man kennt vielleicht diese Plätze als Einheimischer fast selber nicht. Ja? Und da habe ich mich selber auch schon dabei erwischt. Und ja, die sagen, aha, das gibt es auch bei uns. Und wieder auch positive Erfahrungen. Eigentlich super, ja. Ich hoffe, dass es zum Naturbewusstsein beiträgt, sowohl auch bei den Touristen, die was von fern herkommen, aber vielleicht auch bei unseren Einheimischen, dass ihnen bewusst wird, was man, wie schön man eigentlich, wie schön es bei uns eigentlich ist. Ja, den Bärentrail seit 5 Jahren haben wir als sehr positiv empfunden. Es war eine der wenigen Tourismusinitiativen, die wir starten haben können, die wirklich Erfolg gezeitigt haben, wo wir auch als Gemeinde Rückmeldungen gekriegt haben, was ja immer schwierig ist, wo eigentlich wirklich keines Ja, das kennt man an den Gästen, an den Mittagessen, an den Übernachtungen, dass da wirklich touristisch sich endlich einmal was bewegt hat. Man spürt den Bärentrail, ja, auf jeden Fall bei den Nächtigungszahlen und vor allem in der Gastronomie, die ja überhaupt ein schwieriges Thema ist, nicht so die Übernachtungen, sondern die Gastronomie allgemein. Und besonders dort spürt man und kann es sehr positiv wahrnehmen. Okay. Es war genau beides, sowohl Einheimische als auch Auswärtige. Unsere Spezialität ist der Lombachfall, nicht? Und diesen Parkplatz haben wir natürlich gut im Blickfeld und da kennt man die Kennzeichen, die Leute kommen von überall her, aber man kennt aus der eigenen Bevölkerung die Rückmeldungen, dass sie jetzt auf einmal sagen, ja, ich war auch mal dort und habe mir es auch angeschaut, obwohl es ihn seit 50 Jahren gibt, nicht? Aber jetzt kommen die Einheimischen drauf und sagen, ich war jetzt auch mal am Lombachfall, weil er so gut beworben wird. Also kann man sagen, es betrifft beide Sektoren sehr, sehr gut. Ja. Ja, ist durchaus auch passiert, das muss man sagen, obwohl die Leute die Gegend kennen, gibt es eine, die sagen, sie sind wirklich sehr bewusst jetzt den Bärentrail gegangen, obwohl sie die Gegend kennen, obwohl sie diese Wanderwege bekannt sind. Nicht? Aber wirklich sehr bewusst haben sie das Angebot jetzt wahrgenommen. Mhm. Also der Naturtourismus ist schon was Positives für uns und gerade der Bärentrail ist super, weil er das die ganze Kulturlandschaft einbindet und die Kulturlandschaft gäbe es ja auch nicht, die Bäuerinnen und Bauern nicht. Und man sieht da, was man eigentlich, welche Biodiversität wir haben, auch in die Wälder und auf die Wiesen. Und da kommt man ja überall vorbei, auch jetzt am neuen Bärentrail, sage ich, an den nächsten 2 Etappen, die was da vorbeigängen in Groß-Gerungs. Und das ist schon eine super Sache auch für die Landwirtschaft. Und wir produzieren ja gute Lebensmittel, die ja dann auch den Gästen angeboten werden sollen in die Gastronomie. Und ich sage, das ist für die Region ist das ein großer Wert, wenn sozusagen die Arbeitsplätze in der Region sind, wenn das die Gäste nutzen können und sozusagen die Region gut weiterhin. Der direkte Kontakt zu den Konsumenten, auch was Landwirtschaft betrifft, der beste ist, wo man das meiste sozusagen rüberbringen kann. Und das ist ja auch eine zusätzliche Absicherung für die bäuerlichen Familienbetriebe, wenn man im Urlaub am Bauernhof hat. Oder Green Care, das ist die soziale Komponente am Bauernhof oder im Schule am Bauernhof. Und ich glaube, da ist noch Potenzial da, das wir eigentlich auch als landwirtschaftliche Betriebe oder als Landwirtschaft nutzen könnten. Bedenken gibt es da schon und das ist aber auch dem geschuldet, dass die Bevölkerung, die mit der Landwirtschaft nicht mehr so viel zu tun hat, wenn es die Touristen, die oft eben kommen und die Wanderwege nutzen, aber glaube ich, da ist ganz wichtig, dass man die wieder abholt und denen sagt, unter anderem in direkten Kontakt, aber auch mit Hinweisschildern oder Projekten, dass man ihnen sagt, wie sollen sie sich richtig verhalten, was ist wichtig in der Natur, dass man aufschaut auf die Natur. Und dass man das sozusagen die Qualität wieder alles hat, dass man das nutzen kann. Und ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass da wieder ein gewisser Respekt auch vor der Natur herrscht und dass man da auch weiß, wie man sich verhält richtig. Und da sind wir gern behilflicher und da ist es auch noch viel Arbeit auch, glaube ich, zu tun. Und wir sind da auch als Bayerinnenverein haben wir da auch ein Projekt, das nennt sich Landeplatzl.
für ein gutes Miteinander bei uns am Land. Und da machen wir auch Hinweisschilder sozusagen auf Wanderwegen eben, dass man da, wie man eben sich richtig verhält in der Natur. Bärentrail, ja, warum Bärentrail? Natürlich waren da unsere Bären im Bärenwald-Abersbach namengebend. Wir locken per se ein sehr naturaffines Publikum an. Unsere Gäste reisen zum Teil von weit her an. Die sehen schon bei ihrer Anfahrt diese wunderbare, unverfälschte Naturlandschaft. Und es ist dann unseren Gästen im Bärenwald-Abersbach förmlich anzuspüren, dass die mehr Sehnsucht nach Naturgenuss haben, als sie im Bärenwald-Abersbach serviert bekommen. Also die stehen teilweise am Steg, lassen ihren Blick da in die Weite, wo man wirklich herrlich über diese Hochebene sieht, schweifen. Und wir haben jetzt mit dem Bärentrail auch das perfekte Tool, um die Gäste einzuladen. Liebe Leute, bleibt hier, kommt wieder, schaut euch das an, tut's ein bisschen entschleunigen, genießt diese einzigartige Landschaft. Und der Bärentrail bietet hier jetzt wirklich für jeden, für die ausdauernden Wanderer, für die Familien, nicht sofort heimzufahren, sondern hier zu bleiben bzw. auch wiederzukommen. Man könnte jetzt natürlich sagen, Wandern im Waldviertel, das ist nichts Neues. Auch die Einheimischen hier, wir wissen, dass wir hier auf einem Schatz sitzen. Wir haben unglaubliche Naturschönheiten. Und dennoch ist der Bärentrail vielleicht auch ein bisschen für die Einheimischen, die Leute, die eh die hiesige Natur kennen, erkunden und sehr aktiv draußen unterwegs sind, doch auch eine Möglichkeit, wieder einmal neu diese Gegend hier zu betrachten. Wir erleben wirklich, dass auch die Einheimischen sich den Bärentrail zu ihrem eigenen machen. Und das ist natürlich super. Also wenn hier diese Wanderkarte sollte in jedem Haushalt eigentlich liegen. Wenn man Besuch bekommt von den Verwandten oder so, dann sollte man sagen, kommt zu uns, ich zeige euch was. Das ist wirklich einzigartig, das ist besonders. Also das würde uns sehr freuen, wenn der Bärentrail hier auch mit Leben erfüllt wird aus der Region heraus. Was mir auch aufgefallen ist, was ein deutlicher Benefit am Bärentrail ist, ist, dass wir, der Bärenwald Abersbach, jetzt noch enger mit den lokalen Gemeinden zusammengerückt. Das ist unser gemeinsames Projekt, das wir aus der Taufe gehoben haben. Wir haben selber eine Freude damit, dass das so gut angenommen wird. Und wir ziehen hier an einem Strang, wir arbeiten hier richtig viel enger zusammen, als das vielleicht vorher war. Das ist wirklich ein super Nebeneffekt. Unser Empfehlung, alles Gute. Deswegen danke. Ja, danke schön.